meine Lieben. Heute gehe ich bald backen Oladuschki mit frischem Körn, mit körniger frischem Käse, so muss man sagen. Hier habe ich eine Dose, 300 Gramm. Dann nehme ich noch einen Esslöffel Schmand, zwei Eier, 500 Gramm Mehl, 15 Gramm eine Packung Backpulver. Dann nehme ich noch so einen Esslöffel Zucker und Teelöffel Salz. Der Teig mag sich sehr, sehr schnell. Deswegen brauchen wir keinen Mixer, nichts. Einfach den Körnkäse hier rein. Das sind solche Käse-Oladuschki. So. Dann nehme ich so ein schönen Esslöffel Schmand. Es reicht auch. Rühre ich das alles ein bisschen. Dann kommen die Eier hier rein. Salz. Ein Teelöffel und ein Esslöffel nehme ich Zucker. Können Sie dann probieren, ist das zu wenig, können Sie noch ein bisschen dabei machen. So, so schön. Jetzt rühre ich das alles um. Das geht sehr, sehr schnell. So, Oladuschki kann man essen mit Marmelade. Den Backpulver. Und das Mehl. Kommt hier rein. Mehl nehme ich immer ein bisschen weiß. Das ist so ein Teig. Ich muss ihn ausrollen, deswegen der ist nicht so dünn, der wird dick zum Ausrollen. Jetzt muss ich so immer ein bisschen weiß Mehl dazugeben. Nehme ich noch ein bisschen. Vielleicht brauche ich das alles nicht. 400 Gramm reicht mir auch. Aber Sie müssen auch immer noch gucken, wie dick wird das. Ich habe jetzt ungefähr so 350 Gramm schon reingetan, aber zuerst mal lasse ich das so. Nicht so viel immer rein geben, Mehl. Und mache ich mit der Hand jetzt zusammen und dann lege ich auf den Tisch raus. Jetzt nehme ich ein bisschen Mehl. So. Und knete ich den Teig in einige Masse so aus. Zusammen alles jetzt. So, den Teig habe ich zusammengeknetet. Nehme ich noch ein bisschen so Mehl. Jetzt rolle ich das ganz dünn aus. So ungefähr 2-3 mm. Bei Backen gehen sie noch auf, deswegen müssen sie ein bisschen dünner ausrollen, nicht so dick lassen. Kennen Sie auch, wenn haben Sie keinen Körnkäse, solche Frischkäse, können Sie auch Quark nehmen. Ganz normale Quark. Das geht auch. Ich wollte heute, sehen Sie, der Käse sieht so hier aus in dem Teig. Ein bisschen Mehl.
stecke sie gleich noch mit einer runden Form aus. Hier habe ich schon ein Brett genommen mit Handtuch. Lege ich sie drauf. So, habe ich so eine. Einfach eine. Kann man auch ein Glas nehmen, das ist nicht so wichtig jetzt. Und jetzt stecke ich sie so, so rund aus. So dünn. Und dann braten wir sie in der Pfanne mit dem Öl. So. Jetzt sehr, sehr schnell. Und den Teig, den Restteig, knete ich wieder zusammen. Und rolle ich noch einmal aus. Mehl dabei machen, hier klebt das fest, das geht nicht so, muss man immer aufpassen. Jetzt knete ich den Teig wieder zusammen und rolle ich noch einmal aus. Dann gehen wir schon an den Herd. Ich habe schon eine Pfanne drauf gestellt. Mit Öl, ein bisschen Öl reingetan. Und so weiter. Den Klee, das bisschen Mehl dabei machen, dann geht das wieder besser zum Ausstechen. So. So, das Öl ist schon heiß genug. Jetzt kommen unsere Radüschke hier rein. So. Jetzt brate ich sie auf eine Seite, dann drehe ich sie um an die andere Seite. Nehmen Sie sie gehen so auf, die sind so schon dick geworden. Dann drehe ich sie um. Dann drehe ich sie noch einmal. Ich will sie nicht so ganz richtig einbraten. So. Immer das Feuer habe ich ganz niedrig gestellt. Gucken Sie mal, wie schön sehen sie aus. Jetzt drehe ich sie noch einmal um. Und lasse ich sie noch ein bisschen braten. So. Jetzt sind sie fertig. Gucken Sie, wie hoch sind sie geworden. Deswegen müssen sie ganz dünn ausrollen. Nicht so dick lassen. Jetzt hier habe ich einen Teller genommen und ein Küchentuch ausgelegt. Und das mache ich immer so, dass das übrige Fett zieht das dann in das Küchentuch ein. Jetzt machen wir weiter. So mache ich die gleich alle. So. So, ich habe meine Radüschke fertig gebacken, so sehen sie jetzt aus. Gucken Sie mal, die sind so hoch geworden. So, so viel habe ich rausgekriegt. Jetzt können wir auch gucken. So sehen sie innen drin aus. Die schmecken sehr, sehr lecker. Wenn hat es Ihnen gefallen, können Sie ausprobieren. Das schmeckt sehr lecker. Jetzt können Sie auch schon Tee aufstellen oder Kaffee mit Marmelade.
oder mit Kondensmilch gezuckerte. Schmeckt auch sehr, sehr lecker. Wenn das Ihnen gefallen, stellen Sie mir Daumen nach oben, abonnieren Sie meinen Kanal, bleiben Sie mit mir und ich wünsche Ihnen guten Appetit, bleiben Sie gesund, bleiben Sie mit mir auf meinem Kanal und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Bis nächstes Mal auf meiner Küche. Tschüss.